Schönen guten Tag. Ich melde mich hier am tatsächlich jetzt vorletzten Tag in Panama für uns. Und zwar wieder aus Bocas del Toro, hatte ich ja gesagt, weil wir von hier über die Grenze nach Costa Rica fahren. Wir wohnen wieder auf der Hauptinsel, sind aber jetzt heute nochmal auf so eine kleine Nebeninsel gefahren. Mit dem Wassertaxi wirklich nur 2 Minuten. Und die ist auch sehr klein, wirklich. Also die ist nicht mal ein Quadratkilometer groß. Und die umrunden wir jetzt mal zu Fuß. Sieht auf jeden Fall schon mal wieder sehr karibisch aus hier, richtig paradiesisch. Zeigen wir euch hier jetzt mal. Bei der Grenzüberquerung, wir sind gerade über den Fluss von Panama nach Costa Rica. Ich glaube, man darf hier eigentlich nicht filmen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber wir sind jetzt aus Panama schon ausgereist und jetzt kommt als nächstes die Einreise in Costa Rica. Ich hoffe, das läuft allerdings reibungslos. Wir melden uns dann hoffentlich von da. So, hi. Wir sind jetzt in Costa Rica angekommen, beziehungsweise im ersten Ort in Puerto Viejo. In unserem Hostel, und das sieht auf den ersten Blick richtig cool aus, das Pagalu-Hostel, alles sehr sauber, sehr groß, sehr geräumig. Ich bin allerdings nicht ganz so fit, deswegen zeige ich euch jetzt mal noch das Hostel und dann hau ich mich mal aufs Ohr. Wir melden uns hier heute aus dem ersten Nationalpark in Costa Rica. Wir haben jetzt Sonntag und wir haben jetzt unseren ersten Ausflug hier gemacht. Ich habe die letzten 2 Tage tatsächlich ein bisschen flach gelegen. Das erste Mal mit Magen-Darm hier in Mittelamerika. War eigentlich eine Frage der Zeit, bis das mal passiert. Aber deswegen haben wir die letzten 2 Tage noch nicht so viel gemacht. Und jetzt sind wir aber eine halbe Stunde mit dem Bus gefahren. Sind hier in den Nationalpark gefahren, wo es relativ viele Tiere geben soll. Und direkt am Anfang haben wir auch schon ein Faultier gesehen und ein paar Affen. Die waren leider so hoch, glaube ich, dass man es auf den Bildern nicht gut erkennt. Muss ich nachher mal gucken. Und der Nationalpark ist cool, der läuft hier parallel zur Karibik. Also hat man hier einen echt coolen Weg. Und wir gehen jetzt mal noch ein bisschen weiter und schauen mal, was wir hier noch für Tiere sehen. Wunderschönen guten Morgen aus La Fortuna. Wir sind gestern Abend angekommen, haben da aber nicht mehr viel gemacht und sind jetzt heute Morgen wieder mit frischem Tatendrang aufgewacht. Ich habe meine Magen-Darm-Geschichte scheinbar überwunden, habe es entsprechend sogar geschafft, mich mal zu rasieren. Und jetzt gucken wir uns hier mal die Gegend an, den Ort.
La Fortuna ist übrigens am bekanntesten für den Vulkan Arenal. Der hat wohl so eine perfekte Form. Den kann man allerdings leider ganz oft nicht sehen, also nicht komplett sehen, weil die Spitze in den Wolken versteckt ist. Aber wir laufen gerade drauf zu und es sieht schon mal ganz cool aus. Hoffen wir, dass wir noch einen idealen Blick drauf erhaschen können heute. Und dann schauen wir uns jetzt hier mal alles an. Wir haben Glück, der Vulkan ist relativ gut zu sehen hier im Hintergrund. Da. Mittwoch, der 16. März 2022 und damit jetzt schon wieder der letzte Tag für uns hier in La Fortuna. Morgen geht es weiter wieder an die Pazifikküste und wir sind jetzt gerade erstmal auf dem Weg in den Ort, hier zur Wäscherei. Wir sind die Wäsche abgeben und dann geht es auf eine Kakaoplantage. Wir machen nämlich so eine Schokoladenführung, also gucken uns an, wie das auf der Plantage abläuft und wie dann die Schokolade hergestellt wird. Ich gehe mal davon aus, dass dann auch ein bisschen Schokolade schnabuliert wird, insbesondere von der Lisa natürlich. Genau, und dann schauen wir mal, was der Tag sonst noch so bringt. Ciao! Chocolate-Tour ist jetzt, glaube ich, gleich zu Ende. Wir kriegen jetzt hier noch so viel Schokolade, wie wir wollen, auf die Löffel. Der Rekord ist wohl bei 57 Löffeln. Da muss ich jetzt mal gucken, ob das realistisch ist. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.